Ich bin halt nicht so, ne? Ah! Er sieht uns sehr verkannt, verdammt! Zeig, was du bist! Oh fuck! Oh! 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 Alter, was sind denn hier alles für Vierer? Da ist noch so einer! Oh! Alter! Fetz mich nicht so! Alter, wie riesig ist der Terrorbird jetzt plötzlich? Hä? Mega Terrorbird! Mega Terrorbird, du hältst das aus! Du bist 4 Meter groß! Das reicht doch gar nicht! Warum ist das Ding so groß? Können wir das so rangehen? Ich glaube nicht, ne? Alter, was bist du für ein mächtiges Teil? Heidi, ho meine Amigos und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Ark hier auf meinem Eternal Server und ja, sorry, Mikro war etwas nah und heute will ich den Alpha Giga zähmen. Und zwar unser Terrorbird ist wirklich, wirklich stark. Nicht stark, aber er hält extrem viel aus. Und ich hoffe mal, dass wir den down bringen. Wir versuchen es einfach mal. Er ist schon voll beim Spinnen. Ihr seht, wenn er uns angreift, uns nimmt es nicht narrisch viel Energie ab. Und was auch ganz geil ist, dass... Ja, komm schon. Und was auch ganz geil ist, die Rüstung, die ich anhabe, die Manticore-Rüstung, die hält auch extrem viel aus. Super, jetzt fliegt er sich am Berg runter und ist voll in Rage, oder? Wo ist er denn? Er läuft weg. Nee, er knabbert ein Ding an. Ja, komm mal her, du. Ah, das Lenken. Ich kann nicht lenken. Okay, der Terrorbird kriegt schon Schaden. Wir müssen mal schauen, ob wir was mit den Pfeilen ausrichten können. So, friss mal das Teil. Dann schauen wir mal, was der Topur und so weiter hat. Weil sonst ist unser Terrorbird hinüber. Und das will ich natürlich nicht. Schau mal, wer da kommt, ne? Sieh mal einer guck. So, wir schauen mal. So, und N und Topur 0. Wir schießen mal einen Pfeil auf ihn. Okay, und schauen jetzt drauf. Jetzt sehe ich gar nichts. Ich sehe nichts. Warum sehe ich nichts? Hä? Was ist denn hier los? Okay, jetzt macht er auch wieder Schaden. Scheiße! Terrorbird, lauf! Wir müssen das anders machen. Wir machen das anders. Wir machen das anders. Wir machen das ganz anders. Aber auf jeden Fall geil. Fallschaden macht der Terrorbird nicht so gerne. Okay, 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 okay. Ich bin halt nicht so, ne? Er sieht uns sehr verkannt. Okay, hat neues Opfer. Nice. Gut. Wir haben nämlich noch im Inventar, sollten wir haben, hoffe. Jawohl. Wir haben noch die Wände. Leute, ihr wisst, was jetzt passiert, oder? Wir bauen den süßen kleines Zähmgehege. Yes, das machen wir. Und zwar, wir... setzen mal hier was hin. Und dann müssen wir nur noch runterlocken. Was machst du? Was machst du für Sachen, mein kleiner Freund? Aber wenn man das ohne Mod so machen würde, ne? Falsch. Dann glaube ich, würde man kurz vom Herzinfarkt stehen. Bau es doch hin.
Hey, wir haben einen Giga am Arsch, ne? Und er baut das blöde Teil nicht auf. Ja, das war jetzt voll falsch platziert, ne? Und da unten wartet dann... Ah, sicher, der kommt da durch. Ah! Komm, geh rauf, 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 rauf. Ja gut, da muss er durchkommen, ne? Ja, ganz klar. Jetzt warte mal, warte mal, warte mal. Oh! Fuck, 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 fuck! Aufheben! Oh! Rauf auf den Vogel! Ich bin nicht lebensmüde, oder was? Du wirst deinen Terrorbird öpfern. Aufheben. Okay, und rauf auf den Vogel. Nice. Oh, Leute, was ist denn das andere? Ist das sorry, die Platte steckt. Was bist du? Zeig, was du bist. Oh, fuck! Oh! Alter, was sind da hier alles für Vierer? Da ist noch so einer. Oh! Alter! Fetz mich nicht so. Komm zum Wasser runter. Und der ist schon wieder dir. Oh, ist der schnell! Ein Wasser ist, hat er keine Chance, oder? Geh mich. Oh! Alter, wie schnell er nur ist! Verdammt! Ja, wir müssen schnell... Oh! Ja, hau doch ab, Mann! Pack die Flügel ein und lauf! Alter, wie krass einfach nur, ne? Half-Life! Nach so kurzer Zeit! Ist das in Indominus? Oder wie heißt das Teil? Indominus Rex? Kann das sein? Ich will einfach mal mit dem Fernglas schauen. Ich sehe ihn nicht. What? Kann er nicht mal ruhig halten? Echt jetzt? Okay, ich kassiere massig an Alpha Indominus Rex Level 60 und macht so krass Schaden. Okay, der wäre schon geil, ne? Alpha Indominus? Verdammt! Das wäre ja richtig, richtig, richtig nice. Schau mal, wie schnell der ist. Wir haben hier aber keine richtige Fläche, ne? Jetzt warte mal. Nicht zu ihm, nicht zu ihm, nicht zu ihm. Okay, wir bereiten ganz kurz was vor. Verdammt, platzier! Alter! Bringen wir ihn hin hier? Oh, ich kann nicht mehr sprechen, ich bin jetzt einfach dull. Glaubt ihr, wir schaffen es, dass wir ihn hier reinbringen? Wir gehen ihn mal locken. Wir müssen ihn in einem Bogen hierher locken. Weil sonst geht das nicht. Er steckt auf der falschen Seite. Ach, nee, Leute. Wirklich? Really? Wo läuft er hin? Oh, er kommt zu mir. Alles klar. Alles klar. Ah, wir müssen weiter weg. Wir müssen weiter weg, dass er einen schönen Bogen machen kann. Komm, geh rein, mein Freund. Da ist der zweite auch noch. Ihr wollt mich doch alle verarschen, oder? Oh! Alter! Ich hasse es, wenn er so abhebt. Das wollte ich jetzt... wollte ich jetzt gar nicht. Aua! Aua! Alter! Scheiße, was ist denn los? Bist du hinter mir? Keiner ist heiß auf mich, doch. Er ist heiß auf mich, oder? Hallo? Mein Freund? Mein Freund! Die laufen irgendwie... Seid ihr lieb zu mir? Nee, du bist nicht lieb. Du hast mich jetzt im Visier. Und genau dadurch. Nice! Habt ihr gesehen? Okay, das war jetzt...
War jetzt mehr Glück als sonst was, ne? Ist eh klar. Oh fuck, oder? Ne, bleib hier, bleib hier, bleib hier! Komm rein wieder! Du bist falsche Seite. Oh. Alter! Geil wäre, wenn er auf dem Terrorbird jetzt heiß wäre, ne? Da könnte ich rund rüber und das Ding platzieren. So weit kann ich sicher nicht zurück platzieren, oder? Nee, kann ich nicht. Shit! Jetzt wäre ein zweiter Spieler natürlich ganz von Vorteil, ne? Wenn wir das hier so machen. Und jetzt schnell zurücksausen. Ja, hier kommt er raus, ne? Ja, ist ja klar, ne, dass er hier rauskommt. Okay, nebenbei. Ah, scheiße. Wow, hier ist der zweite, okay. Wow! Jetzt komm rein hier in die Box. Komm in die Box, mein kleiner Freund. Wow! Lass mich raus, lass mich raus. Oh. Haben wir noch eins? Ne, wir haben keins mehr. Fuck! Scheiße! Du brauchst unbedingt. Viel dringender wie ich. Du brauchst einmal Energie. Was fliegt denn da vorbei? Boah, ist das schlimm. So, jetzt müssen wir den rauslocken und das Tor einsammeln. Sonst geht das nicht, ne? Jetzt lass mal deine Rage-Mode aus. Komm. Geh spazieren eine Runde. Vergiss mich einfach. Ich hol dich dann. Komm schon, Kleiner, bitte. Hast du mich vergessen? Bitte hab mich vergessen. Hau doch ab mit dem Scheiß. Pick up. Aufheben. Okay, jetzt komm rüber. Geh rein und sei braver Dino. Verdammt! Er ist wieder hinter mir. Oder? Ja, er ist im Wasser. Okay. Oh. Okay, er ist da. So, und jetzt richtig. Ist eingesperrt? Oder kommt er raus? Können wir ihn eigentlich so auch betäuben? Wir checken mal. Irgendwas treffe ich. Wir stochen noch ein paar Mal drauf und dann schauen wir mal, was der Topur hat. Wenn er überhaupt Topur kriegt mit dem Ding. Oh Leute, ich bin so voll Adrenalin. Oh. Oder mein Terrorbird geht gleich down, weil ich ihn die ganze Zeit treffe. Okay, 4. Ja, bekommt Rubur. Er hat 362. Oh mein Gott. Ja, so weit kann ich mich wieder nicht drehen. Oh Leute. Ich will aber auf jeden Fall nicht vom Terrorbird runter, weil das wäre, glaube ich, ein großer Fehler. Nee, bleib du da drin. Bleib du ja da drin. Nein. Nein. Bleib ruhig, Kleiner, bleib ruhig. Ich will dich doch nur erschießen hier, bitte. Okay, jetzt schauen wir gleich nochmal mit dem Ding. Aber wenn der so zappelt, geht's nicht. Das geht einfach nicht. So geht's besser. 4, zack und. Ah, ich bin richtig nervös, wirklich jetzt. Dominomax, N. Topur wieder 0. Wir richten die Pfeile überhaupt etwas aus. Muss ein bisschen zurück, sonst geht das nicht. Jetzt geht er wieder auf die andere Seite.
Ach nö. Treff ich überhaupt so? Alter, der... Was willst jetzt du hier, Mann? Er ist rausgekommen, oder? Ah, Leute. Kämpfen die jetzt miteinander? So, okay. Das wird ein Projekt, wenn ich mal mit mehr Leuten auf dem Server bin. Den lassen wir jetzt hinten. Wir holen uns was anderes. Weil sonst verballern wir die ganzen Pfeile ohne Ende und haben nichts. Ich habe vorhin nämlich hier eine Tech-Schildkröte gesehen. Aber die ist jetzt sicher auch schon weg, ne? Und überhaupt, wenn die Indominus hier sind. Aber der war geil, ne? Ich glaube, mit dem Ding bist du der King. Alter, Alter, Alter! Okay, Alos. Hier unten, wie heißt der? Ein Rex? Ein Dragon Rex, genau. Sieht ja auch ganz geil aus. Passt bald fertig hier hinten da. Sowas Lästiges. Oh nein, wir sind hier so langsam durch den Biss, ne? Und wir sind noch immer langsam. Verdammt! Da ist auch so ein Dodo. So ein Dragon Rex. Warum sind wir so langsam? Jetzt! Jetzt geht's wieder. Wir flüchten. Oh, wir flüchten rauf und schauen, ob wir irgendwas Geiles noch finden. Oh, der wäre jetzt schon geil gewesen. Ne? Aber man muss wirklich zu zweit sein. Man muss wirklich zu zweit sein. Alleine. Okay, das ist, glaube ich, auch ein ganz böser, ne? Ich glaube, gegen den haben wir überhaupt keine Chance. Danke für deinen Kopf, Prime Rex. Robur 602 und 6.424.000. Alles klar, alles klar. Da können wir lang reinstochern. Das macht keinen Sinn. Prime Kentrosaurus. Was hast du, Robur? 240.000. Ihr wisst, 240.000 werden wir nicht legen können, ne? Wir können ihn mal anpicken. Mal schauen, was er sagt. Hoppala. Wir können ihn mal anstupsen. Aber ich glaube, die sind schon eher übel drauf, oder? So, wenn ich ihn jetzt anstochere, dann sind alle auf mich, ne? Die ganzen Dinger da. Er hat mich runtergeschmissen. Du Arsch! Lass mein... Du wurdest... Benommenheit. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Werde ich bewusstlos? Nee, noch geht's. Lass meinen Terrorbird in Ruhe, du Arsch. Hey, wenn der mir jetzt meinen Terrorbird killt, ne, dann werde ich echt mal sauer. Und der Terrorbird hat die ganzen Ding drin. Die ganzen Energie-Ding. Scheiße! Fuck, 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 fuck. Ne, ich müsste noch einen in der Tasche haben. Ja, jetzt stochen wir mal drauf rein. Okay, wir irren mal schnell weg. Alter, wie riesig ist der Terrorbird jetzt plötzlich? Hä? Mega Terrorbird! Mega Terrorbird, du hältst das aus! Du bist 4 Meter groß! Das reicht doch gar nicht! Wenn er einmal ruhig halten würde. Ne, der Terrorbird geht viel zu schnell runter. Warum wird der so groß? Wir kämpfen für unseren Terrorbird. Warum ist der so riesig? Er wurde gekillt. Warum ist der so groß? Leute, why?
Ach nö, mein guter Terrorbird. Fuck. Das ist mal scheiße, ne? Das ist echt mal scheiße. Aber warum ist der so groß? Schaut euch das Vieh mal an. Okay. Kann man machen. Kann man machen. Also, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal zurückkommen. Alter, was geht denn hier ab? Ja komm, ha! Verpiss dich doch! Vollidiot! Ich will da was sehen! Was? Warum ist das Ding so groß? Können wir da so rangehen? Ich glaube nicht, ne? Alter, was bist du für ein mächtiges Teil? Wir müssen schnell nach Hause Pfeile holen. Ich muss schnell nach Hause Pfeile holen. Oder was hat denn der? Jetzt müssen wir erstmal schauen, was der hat. Oh, der wäre ja geil, oder? Das ist aber nicht die normale Schildkröte, das ist was anderes, ne? Es wird nichts angezeigt. Warum wird nichts angezeigt bei dir? Ja. Was? Welpling, du bist meins. Das ist. Ich sehe immer nur den Welpling, warum? Warum kann ich den nicht sagen? Warum wirst du mir nicht angezeigt? Das ist ja richtig übel, oder? Ich glaube einfach, wenn wir den probieren, down zu machen, ne? Dann glaube ich, haben wir ein Problem, ne? Macht der Schaden, wenn wir rangehen? Ja, wir testen es mal. Den müssen wir passiv zähmen. Was meint ihr, wie lange man bei denen hinten nach Myth Basaltic Empero Level 800? Ja, meine Freunde, also wir holen uns in der nächsten Folge einen Poison Tapichara. Das steht mal fest, weil vielleicht nehmen wir auch das kleine Arschloch mit. Weil er ist einfach nichts nur danach, ne? Das ist Kentro? Ne, Level 1 passt, ist noch immer so. Weil er ist echt noch zu schwach, Level 91, das geht nicht. Da haben wir keine Chance. Ja, die Base ist noch oben drauf, aber ich habe die Dinos noch nicht draufgepackt. Auf jeden Fall, ja, es war einiges Aufregendes dabei, aber leider ohne Erfolg. Aber ihr wisst, die haben wir geholt, den Rest holen wir auch noch. Und ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, euer Sari. Ciao, ciao.